Hör mal. Was ist mit deinen Augen los? Hey Freunde, damit herzlich willkommen zurück bei eurem Tjulfer und herzlich willkommen zu Five Nights at Freddy's Chuck E. Cheese Reboot. Oder Rebooted, wie auch immer. Mal wieder ein wunderbares, wunderprächtiges, wunderschönes Five Nights at Freddy's Fan-Game. Und Chuck E. Cheese ist ja tatsächlich ein richtiges Restaurant. In Amerika. Nicht bei uns. Ist aber egal. Und scheinbar ist es wirklich jetzt ein FNAF-Game, was auf einem echten Restaurant basiert. Beziehungsweise FNAF basiert ja, glaube ich, auf Chuck E. Cheese und... Mir sind die Zusammenhänge nicht 100% bekannt. Ich bitte, das zu entschuldigen. Auf jeden Fall ein ganz cooles FNAF-Game. Ich hoffe, ihr könnt wie immer einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Schaut gerne in meinem Merch-Shop vorbei. Da sind super coole Designs. Und die es neulich im Livestream nicht mitgekriegt haben, der Merch-Shop wird demnächst komplett überarbeitet. Also komplett, komplett. Das Standard No 4 Design und das Standard Tjulfer-Logo wird im Shop bleiben. Alles andere fliegt raus. Da gibt es ein paar Änderungen, kommen aber neue Designs. Nur, dass ich noch Bescheid wisst, wer was haben will, sollte besser reinschauen. Ihr könnt 10% sparen mit dem Code Tjulfer10, so wie immer. Ihr wisst es, absolut auf Ehrenbruderbasis. Guckt einfach mal rein. Wie gesagt, staubt noch ein bisschen was ab, da wird es demnächst, da wird ausgemistet, ne? Aber wie gesagt, kommen dann neue Designs, aber kriegt ihr dann alles mit, gibt Infos und so weiter. Jetzt spielen wir erstmal Five Nights at Chuck E. Cheese's. Rebooted it. Wir starten. Wir gucken mal rein. Okay. Hey, Fred. Ich brauche noch etwas. Nein, ich brauche jemanden, der meine Nachtschicht übernimmt, weil ich ein paar Familienprobleme habe. Würdest du das machen? Ja? Ruf mich an, falls du interessiert bist. Vielen Dank, Sue. Wir sind vermutlich Fred und müssen jetzt Sues Schicht übernehmen. Wir werden sterben. Okay, wir starten rein. Nacht Nummer 1. Okay. Wir werden angerufen. Oha, wie sieht das denn hier aus? Helen Henny, Mr. Munch, Chuck E. Cheese. Hallo? Hey, Fred. Ja, wir sind Fred. War ja klar. Oh, Mann. Alles klar, Leute. Ich habe mir den Call mal angehört. Ich fasse den einfach gerade schnell für euch zusammen, ne? Damit wir uns das nicht immer zusammen anhören müssen. Ist ja auch langweilig, sind wir mal ganz ehrlich. Auf jeden Fall sind wir in einem Chuck E. Cheese Restaurant. Wir haben es ja eben schon mitgekriegt. Wir müssen die Schicht von Sue übernehmen. So eine Scheiße. Wie auch immer, scheinbar werden im Restaurant aktuell irgendwelche Sachen renoviert. Eigentlich gibt es hier gar keine Nachtschicht, aber wir sollen ein bisschen aufpassen. Könnte ja sein, dass irgendwer... Oh Mann. Könnte ja sein, dass irgendwer einbricht und Sachen klaut, aber ich habe das Gefühl, die Eindringlinge sind schon hier drinne. Auf jeden Fall haben wir hinter uns so ein Sicherheitstor, was wir runter machen können. Wir sollen es aber nicht zu oft benutzen, dann geht's kaputt. Ansonsten haben wir hier ganz einfache... Hallo! Wow, das sieht mega creepy aus. Ansonsten haben wir hier ein paar Sicherheitskameras. Wir haben schon 3 Uhr nachts scheinbar. Ist das hier das Sicherheitsgate? Wash your hands, das sind Toiletten. Da ist Chuck E. Cheese, Digga. What the fuck? Okay, also, scheinbar müssen wir nur hinter uns. Das ist unsere einzige Verteidigungsmöglichkeit, dieses Sicherheitstor. Ja, das müssen wir schließen und ansonsten einfach beobachten. Und er hat was gesagt von, am Ende der Schicht haben wir noch irgendwelche Aufgaben in einem Lagerraum. Warte mal, ist hinter uns. Ist er hinter uns? Ich habe keine Ahnung, wie das Layout hier ist. Warte, warte, warte. Er ist auf keiner Cam. Er ist bestimmt hinter uns, oder? Oder? Hi there. Kann ich wieder aufmachen? Was war das für ein Geräusch? Hi there. Da ist er. Ja, okay, wir mussten zumachen. Wir haben ihn abgewehrt. Okay, sehr gut. Ihr könnt die Uhrzeit nicht sehen. Die Facecam ist gerade ein bisschen im Weg. Aber wir haben 4 Uhr nachts. Sieht soweit ganz gut aus. Wie gesagt, am Ende der Schicht müssen wir noch irgendwelche Aufgaben in irgendeinem Lagerraum übernehmen. Keine Ahnung, das sehen wir dann. Ansonsten haben wir scheinbar insgesamt 5 Animatronics, die uns gefährlich werden können. Und die jetten hier scheinbar durch die Cams. Und wenn sie zu gefährlich werden... müssen wir hier das Sicherheitstor schließen. Ich weiß nicht, ob noch mehr Funktionen dazukommen nächste Nacht. Wir schauen mal. Wir überstehen erstmal eine Nacht, hä? Wie wäre denn das? Okay, das hier ist Arcade. Aber hier steht doch zu Arcade.
Heißt das nicht, dass Chucky rein theoretisch vom Arcade Room direkt zu uns kommt? Ich meine, rein von der Logik her wäre das ja der Weg, den er geht, oder? Warte mal. Er war bei Arcade und jetzt ist er weg. Ich mach mal lieber zu. Ich hab ein bisschen Angst. Ich weiß nur nicht, wie die Animatronics funktionieren. Hi there. Oha, okay, ich glaube, wir haben ihn wieder abgewehrt. Erfolgreich? Keine Ahnung. Warte, wo ist er auf der Cam? Er ist auf... War er da gerade? Nein. Auf welcher Cam ist er? Oh, scheiße, auf welcher Cam ist er? War er da? Rechts von den Toiletten? Was ist das hier? Irgend so ein Aufenthaltsraum? Ich mach nochmal zu. Wir haben 5 Uhr. Wir sind gleich hier durch. Oh Gott, okay, wir haben es geschafft. Okay. Nacht 1 überstanden. Okay, das wird interessant, Leute. Wow, das wird sehr interessant. So, jetzt sammel alle Items von der Liste. Eine grüne Uhr haben wir. Davon brauchen wir 2. Okay, wir sind hier in so einem Lagerraum und müssen Items einsammeln. Weißer Computer. Ihr seht die Liste gerade nicht. Eine Lampe und ein Stifterhalter. Ihr seht die Liste gerade nicht. Die ist hinter der Facecam. Kann ich nicht ändern. Sorry. Ein Stifterhalter. Ah, ich muss mich auch umdrehen. Follow the sound with your mouse. Wir sollen dem Geräusch mit der Maus folgen. Wenn es am lautesten ist, sollen wir flashen. Keine Ahnung. Ich brauche noch einen Stifterhalter. Da. Stifterhalter. Stifterhalter. Okay. Nice. Jetzt haben wir 2 Stunden weniger in der nächsten Schicht. Sehr gut. Vorbildlicher Mitarbeiter. Okay, wir starten nach 2. Mal sehen, ob hier jetzt noch irgendwas... Oh ja, Stage Call. Es kommen neue Funktionen, war klar. Okay, ich höre mir mal den Call an. Ich sag euch dann, was wir machen müssen. Okay, Leute. Ich habe mir den Call jetzt angehört. Scheinbar. Wir haben jetzt hier irgendwie so einen Stage-Call, womit wir Animatronics zurücksetzen können. Hier auf Channel 4 ist noch irgendeine Animatronic, die ich eigentlich beobachten sollte. Aber es ist schon... Das ist es. Da ist das Scheißvieh. Und Chuck E. Cheese ist auch irgendwo. Warte mal ganz kurz. Hä? Ich setze den Stage-Call ein und irgendwer läuft los? Hey, so funktioniert das aber nicht. Warte mal, also das Vieh, was hier auf Channel 1 ist, sollten wir eigentlich beobachten. Wir haben schon 5 Uhr nachts. Oh, scheiße. Wir haben schon 5 Uhr nachts, weil wir ja eben 2 Stunden weggekriegt haben von der Schicht. Wir sind ganz gut dabei, also. Das Vieh, was auf Cam 4 gestartet ist, was ich eigentlich beobachten sollte, ist irgendwie schon auf Cam 1. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, Leute, ganz ehrlich. Ich bin vollkommen aufgeschmissen. Ich habe keinen Plan, ob das, was ich hier mache, auch nur ansatzweise richtig ist. Wirklich nicht. Warte, ich benutze nochmal den Stage Call, okay? Quiet on the set. Quiet on the set. Nichts passiert. Keine Ahnung. Niemand kommt zurück. Die hören nicht auf mich. Die wollen mich alle nur veräppeln. Wo ist Chuck E. Cheese? Das ist nicht Chuck E. Cheese. Das ist irgendein anderes Scheißvieh. Das ist das Rattenvieh, was auf Camp 4 gestartet ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Warte, ich mache hier nochmal zu. Ich habe Angst, Alter. Ich mache das Tor jetzt zu. Und auch warte mal. Die Animatronic, die eben noch losgelaufen ist, ne? Oh Gott, wir sind schon durch. Okay, Glück gehabt. Wow. Wir müssen echt immer dieses Minigame schaffen. Dann kommen wir easy durch. So, jetzt haben wir wieder unsere Item-Sammelliste. So, wir haben ein Stundenglas. Wir haben ein pinkes Jojo. 3-mal. Pinkes Jojo. Ein weißes Jojo und ein Stifterhalter. Eine rote Uhr. Ein weißes Jojo. Wait. Quick. Noch eine rote Uhr. Noch eine rote Uhr, bitte. Telefon. Oh! Wer war er denn? Oh nein, jetzt muss ich die volle Nacht spielen. So ein Scheiß. Okay, wir haben wieder einen Call natürlich. Bitte helft mir. Ich will nicht mehr die Nachtschicht machen. Oh. Hey again. Hi. So, now you've been here for 2 whole nights. This is easy stuff, aside from, dealing with robots. Scheiße, man. I hope you never had to use the stage call or anything. If you did,
Oh, da ist es. Das meine ich. Scheiß auf den Call. Das Vieh meine ich. Wo ist Chucky? Schon unterwegs, oder was? Oh. Ja, Camera System. Ja, ja, die, ja. Ja, allerdings, die laufen hier rum, Dinger. Die laufen hier rum. Ich beobachte die. Ja. Besser ist das. Da ist Chucky. Huh! Oh, fucking hell. Wo kam er her? Ich weiß gar nicht, wo er war. Alter, was ist das für ein Spiel? Ich habe keine Ahnung, wo die Animatronics sind und von wo sie angreifen. Damn. Aber man kann ja nichts sagen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als nochmal hier reinzugehen. Ich mute jetzt mal den Call. Wir haben uns den eben schon angehört. Also, Leute, wir haben diesen Stage-Call. Ne? Das hier. Er ist scheinbar dafür da. Wenn die Animatronics hier loslaufen, müssen wir das abspielen, damit die zurückkommen. Ganz wichtig. Ansonsten, keine Ahnung, was mit Chucky los ist. Ich glaube, den betrifft das nicht. Der ist auf der Cam unterwegs und versucht, hier durch den Hintereingang reinzukriechen. Das klang falsch. Verdammt. Wie auch immer. Der ist hier unterwegs und hier ist noch irgendwo ein Vieh. Das da. Da, da hier. Er hier. Der ist auch unterwegs und versucht uns hier. Stage Call. Quiet on the set. Quiet on the set. Keine Ahnung, ob das funktioniert, Alter. Der versucht uns auch das Leben schwer zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit den Animatronics am besten umgehen soll. Die Viecher, bis auf Chuck E. Cheese, müssen wir scheinbar zurückholen mit dem Stage Call. Aber keine Ahnung, was mit dem Vieh los ist, was unten auf der Cam... Guck mal, es funktioniert gar nicht. Du! Okay, okay, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. I got him. Chucky Cheese? Nicht mit mir, Digga. Mal scheiß Tor zu! Okay, so funktioniert das also. Die müssen erst angreifen, dann Stage Call. Was war das? Der scheiß Hund ist schon wieder losgelaufen. Okay, das Vieh ist hier unten, Camp 4. Er hat gesagt, das sollen wir beobachten auf der Kamera. Ich frage mich jetzt, ob das Vieh vielleicht funktioniert wie Foxy oder so. Öfters beobachten, dann bleibt es stehen. Kein Plan. Aber irgendwie sowas muss es ja sein. Chucky ist wieder hier oben, okay. Ja! Mr. Munch ist auch losgelaufen. Holy shit. What the fuck? Mr. Munch ist aber zurück. Okay. Chuck E. Cheese ist weg, oder? Ja. Ja, warte mal. Ich muss sie zumachen. Ganz wichtig. Machen die mal gerade zu. Okay, 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 okay. Stage Call. Hat funktioniert. Wo ist Chuck E. Cheese? Chuck E. Cheese? Hi there. Ah, das Vieh hat sich auch bewegt. Warte, ich mach hier mal zu. Ich glaube, wenn Chucky dieses Hi there sagt, müssen wir zumachen. Das andere Biest ist jetzt auf Camp 5. Der komische Hund ist wieder los. Da ist Camp 5. Wo ist Chucky? Keine Ahnung, wo Chucky ist, Alter. Scheiße, das ist gar nicht gut. Ich habe keinen Plan, wo der ist. Oder von wo er angreift. Ich mache nochmal zu. Was war das? Warte, wer ist losgelaufen? Mr. Munch. Wo ist er? Ich finde dich, Mr. Da ist er. Hab Mr. Munch gefunden. Na, da ist Chucky. Okay, okay, alle sind da, alle sind da. Okay, ich weiß, wo alle sind. Alles gut. Müssen wir nur auf das Hundevieh aufpassen, damit uns das nicht angreift. Wir haben 3 Uhr nachts. Oh, das Vieh ist schon Camp 1. Moin. Chucky ist weg, muss ich umdrehen. Zu. Okay. Wir müssen auf jeden Fall auf den Hunde-Otto aufpassen. Wenn der reinkommt, sofort Stage Call. Er ist da, er ist da, er ist da. Wir haben ihn abgewehrt. Den Chucky auch abwehren. Keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich mache. Aber wir leben noch, also muss es halbwegs stimmen. Wir haben immer noch 3 Uhr nachts. Das Vieh ist jetzt Camp 2. Wird uns das angreifen durch den Gang? Safe, oder? Der Hund ist wieder los. Safe kommt's durch den Gang, oder? Oh, er hat... Ah, hey! Chillt mal.
Mr. Dings ist schon wieder hier irgendwo. Moin, grüß dich. Der ist wieder hier, Mr. Munch. Okay. Ey, lasst mich doch mal in Ruhe. Wir haben 4 Uhr nachts übrigens. Ist ja eigentlich ganz okay soweit, ne? Uns geht's ja gut. Wenn ihr uns nur in Ruhe lassen, geht's mir noch viel besser. Okay, Chucky wird angreifen. Muss zumachen. Ganz wichtig. Wichtig und richtig. Mal zu, die Bude. Hör mal. Hallo? Ei. Okay, call. Das Vieh ist da. Um 4 Uhr nachts. Wo ist Chucky? Chucky ist noch hinter mir, oder? Muss zumachen. Oh! Das Tor hängt! Nee! Geh zu! Ah! Alter! Okay, Leute, wow! Hey, ein sehr, sehr nices FNAF-Game. Sehr coole Mechaniken, ziemlich coole Features und ein sehr nicer Horrorfaktor, wie ich finde. Ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Aber ich denke, wir werden das durchspielen, weil es ist ein komplett fertiges Game. Können wir ruhig mal machen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer viel Spaß mit diesem Video. Wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder oder im nächsten Livestream. Euch verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.